Willkommen zurück hier auf dem Kanal mit, na jetzt, nenn es mal jetzt neuen Reihe, weil ich ein bisschen sortiert haben will. Ich habe jetzt ja einmal für TFT die Reihe für bis zur Gold-Elo schon aufgenommen. Und, jetzt habe ich mir gedacht, ja, fängst mit dem an, was am niedrigsten ist, und das ist bei LoL 3 gegen 3 bei mir. Da bin ich noch Bronze 2. Werde jetzt eine Playlist erstellen mit allen Spielen, bis ich Silber 1 bin. Silber 1, Silber 4. Und danach kommt natürlich eine neue Playlist bis Gold 4. Und dasselbe passiert dann natürlich auch fürs 5 gegen 5, beziehungsweise für Flex Queue und für die Solo Duo Queue. Hier in dem Matchup muss ich eigentlich gegen die Riven ran. Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich eine ganze Zeit nicht mehr richtig gespielt habe, bin ich gerade so im wie soll ich es nennen? Ich bin eher One-Trick-Pony gerade. Und weil Pantheon gerade gebannt wurde, bin ich natürlich ein bisschen angefressen deswegen. Und habe mir gedacht, na okay, dann pickst du eben Renekton, gehst aber auf Nummer sicher, nimmst Aftershock mit. Mein Ziel ist es einfach nur so lange immer zu überleben, bis der Rek'Sai kinkt. Eventuell kann ich es auch mal vorher killen, das sehen wir dann. Stelle ich mich gerade so dumm an. What the fuck, Junge? Erschreckt mich nicht. Ja, hätte ich vielleicht die Attack dabei, wäre es eher gestorben, aber so war ich halt, wie schon gesagt, auch immer sicher. Was mir sehr wichtig war. Ja, das hat uns im Team mehr gebracht, dass auch wenn Rex ja gerade gestorben ist, das Geld war mehr wert. So, jetzt hat sie alles raus. Was sehr gut für mich ist. Ich halte die Minions jetzt schön hier hinten bei mir. Haha.
Genau das meinte ich. Hexer ist einfach geil für die Map. Schade. Na, schafft das noch? So, wir bauen unsere Tiamat erstmal fertig. Das ist halt wichtig, wenn ihr nicht wisst, ob ihr gerade gut genug auf einen Champion seid, um das ganze Spiel zu carryen. Spiel auf Nummer sicher, nehmt ein bisschen zu viel Tank Tree mit und achtet darauf, dass ihr einfach nicht sterbt. Wenn man es sieht, dann schmeiß ich trotzdem die Sau. Oh mein Gott. Schade, ich war noch in der Reichweite. Oh Gott. Aha. Scheiße. Ja, das war von mir gefeedet, beziehungsweise gegreedet, wieso? Ich hätte für den kurzen Trade und danach rausgehen sollen. Oh Mann. Ja. Ich versuche jetzt für den Tower zu gehen, logischerweise. So, jetzt spielen wir um Botlane Tower. So, im nächsten Tower können wir wenigstens noch richtig andamagen.
So, als ob das Monster. Bam, der ist auch noch tot. Jetzt schon uns ein Bock in den Tower. Seid euch auch niemals zu schade, einen Backcard abzubrechen für sowas. Ich meine, ich hätte mich auch besser hinstellen können vor Rek'Sai, weil der macht mehr Damage als ich und da wäre es wichtiger gewesen, dass er überlebt als ich. Wir gehen auf Black Cleaver. Das 0815 Bild. Nach dem Cleaver holen wir uns Shojin und danach Sterax. Überlebt. Oder auch nicht. Ah, ich hab gehofft, dass. Oh, na. Das war scheiße von uns. Ja, der ist auch noch tot. Alter, ich hab ja voll schlechten Farm. Verdammt. Naja, was soll's. Wir pushen jetzt Top-Lane. Hoffen, dass die anderen ihren Pressure überall aufrechterhalten. Ist das dein Ernst jetzt? Eieiei. Ja, wenn jemand wechselt, spielen kann, ist schon geil. Gerade mehr so ein Stunbot als alles andere. Okay, wieder auf die Lane. Thank you.
noch etwas. Da ist jetzt wichtig, dass wir noch kurz warten, bis Rex in der Nähe da ist. Oh, mach's doch fertig. Junge. Alter. Scheiße. Muss mal. Ah, das ist so. Mit den permanenten FPS-Drops, das ist scheiße. Oh Mann. So, jetzt gehen wir hier wieder weg. Pushen Botlane noch mal ran. Verkaufen wir uns einen Trank, uns dafür eine Pickaxe, verkaufen ein Schild. Oder bessere Idee. Da ist noch meine Hydra fertig.
Das war Werf. Auch wenn ich alles raushau. Wichtig war, dass wir da den zweiten Inhib bekommen. Ich könnte natürlich mir auch. Ja. Ich gehe auf den Deadmans. Ich darf gerade unbedingt sterben, oder? Ja. Wenigstens kann ich noch eine Bronze spielen. Ich stelle mich dafür nicht so schlecht an. Schauen wir mal, wie viel wir bekommen haben. Wenn es denn mal lädt. Naja. Ach, geht doch. Hat ja nur ein bisschen lange gedauert, ne? Oh, es hat einem 3 Rexal.
Oh Mann. Ja. 28 LP. Haben wir es ja bald. Was zum Fick? Naja. Würde ich sagen, schalt beim nächsten Mal wieder ein. Verfolgt das Ganze natürlich gern, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ich versuche halt so oft wie es geht dann Videos davon hochzuladen und reinzuhauen. Kann sein, dass ich mal eine Woche lang extrem durchsucht und es dann über einen Monat verteilt hochlade. Aber das sehe ich dann, wenn es soweit ist. Ansonsten macht's mal gemütlich und schaut mal, dass ihr auch eure letzte Season mit 3 gegen 3 wenigstens so hoch wie möglich beenden könnt.